Hallo und herzlich willkommen zu Let's Test Pro Evolution Soccer 2016 Demo Version. Wir testen heute die Demo Version von Pro Evolution Soccer 2016. Ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Nee, das wollen wir nicht. Ans Los. In der Demo Version sind nicht alle Funktionen verfügbar, nur schnelles Spiel. Das ist immer ein Minus für die Demo Version, aber wir wollen ja hauptsächlich erstmal aufs Gameplay gucken und auch in Sachen Grafik. Deswegen Juventus Stadium, wirklich. Also in Sachen Grafik hat sich bisher nicht viel verändert wie in der letzten Version. Die war schon an den Einblendungen. Muss man Options drücken, Paul. Also, ich bin wieder Paul genannt. Ich bin Bayern, Paul ist Roma. Also, wie gesagt, in Sachen Einblendungen hat sich jetzt nicht viel getan. Die Steuerung ist auch ein bisschen anders, weil ich habe, was mein Gemeinde nicht vergessen, Paul zu sagen. Paul schießen und Flanke ist hier umgedreht. Also Viereck schießen und Kreis ist Flanke, das ist doch lustig zu FIFA. Wo war dann, denke ich mal, auch mal ein Versus. Ja, keine Ahnung. Mal gucken, also. Ja. Wir werden dann auch ein Versus zu Versus, also FIFA Versus Pro Evolution Soccer mal machen. Wenn die neue Version rausnimmt, wenn die Version raus ist, werden wir das mal machen und gucken, welches Spiel dieses Jahr besser ist. Ja, also Einblendungen gestartet, dann wird dann gleich mal eine Wiederholung werden, was dann brust ist. Ich habe das schon mal allein gespielt. Ist das bei einer Torwiederholung dann auch am Ende der Torwiederholung, bevor ich jetzt in die langsame Auswahlwiederholung geht oder wie das heißt, dass da auch mal kurz das Zeichen kommt, das Wiederholungszeichen kommt, was auch ein Plus ist im Gegensatz zur letzten Version. Dass wirklich nach jeder Wiederholung das Zeichen kommt von diese Wiederholung-Einbindung kommt, dass man sieht, dass es wieder auf Live-Spiel ist. Ja, werden wir ja dann auch gleich sehen. Also schön gemacht. Dann gehen wir mal zurück und jetzt sehen wir es auch, das Zeichen ist wieder da, was bei der letzten Version nicht so war, rückwärts. Also nicht immer, manchmal nur. Ja, deswegen. Voilà. So ist das halt, das. Wir werden hier auch nur eine Halbzeit hoffen, denn Halbzeit denke ich hier 7 Minuten und deswegen ist es so schlecht. Ja. Natürlich werde ich versuchen, Tor zu machen. Vielleicht werde ich dann noch ein paar übergeben, gleich mit 3 Minuten rum. Jeder von uns wird 3 Minuten machen. Und dann werden wir beide noch mal kurz ein kurzes Feedback geben. Den Angriff werde ich jetzt noch machen, dann übergebe ich an Paul. Paul, bist du bereit zum Übergeben des Mikrofons? Gut, dann hören wir kurz auf Pause. Hi Leute, willkommen bei Let's Test. Ich bin für die zweite Halbzeit für euch zuständig. Also genaue Zeit für die zweiten Teil der Aufnahme. Also ich finde die Steuerung bis jetzt gar nicht so schlecht. Kleiner Mangel dieses Mal. Ich weiß nicht, ob das auch bei der letzten Version war. Jetzt ist Flanken, Kreis und das war auch bei der letzten Version so. Okay, also ich habe bis jetzt noch keine Mängel gefunden. Timo hat das erste Tor gemacht. Ja, man kann den Torjubel wie bei FIFA bestimmen. Das war bei den vorherigen Versionen nicht so. Schön. Also gut, Timo hat das erste Tor gemacht. Ja, das habe ich vorhin schon mal gemerkt. Also Sprinten ist jetzt rechts oben, nicht links. Im Gegensatz zu FIFA. Ja, tue ich. Also ich habe noch keine Mängel entdeckt. Ich finde, Steuerung ist leicht. Die Pässe sind viel schöner, finde ich, als beim letzten Mal. Also ich finde, das ist ein Plus und ich finde, bei Pro Evolution Soccer ist gar nichts eigentlich schlecht. Also das ist alles sehr gut. Die Steuerung ist ja nicht so viel zu sagen.
geben da noch ein Feedback am Ende, wie Timo gesagt hat. Da werde ich auch nicht viel sagen. Also. Also, dann übergebe ich wieder an Timo, der macht jetzt sein Feedback. Tja, da bin ich wieder, du. Ich muss sagen, in der Grafik deutliches Plus hat sich verbessert, alles. Also fast alles, das einzige, die Anwendungen, die könnte man neu verbessern, aber also die Demo-Version ist kostenlos, also lohnt sich zu kaufen für die, die schon mal vorab haben wollen. Zur Vollversion wird dann nochmal ein Let's Test kommen und dann auch, wenn FIFA 16.000 ist, auch nochmal Pro Evolution Soccer versus FIFA. Werden wir auch machen, also ich finde es schon gut. Zur Demo-Version hatte ich noch Bemerkungen, aber jetzt nur zur Demo-Version kein Kommentar. Das finde ich ein bisschen blöd, aber sonst also habe ich jetzt eigentlich nichts auszusetzen. Also Demo-Version lohnt sich. Demo-Version kann ich noch nicht viel sagen, aber ich denke mal, das werde ich auch schon auch wegen den neuen Einbindungen von der Champions League und Europa League, haben sich die Einblendung, oder nee, haben sich nicht, glaube ich, geändert, also der Supercup hat sich geändert, aber die Einblendung von der Champions League, glaube ich, nicht, also mal gucken, also das Ding war dann alles in Let's Test der Vollversion. Und damit übergebe ich an Paul für sein Feedback. Also ich fand eigentlich, Steuerung war sehr leicht, war gut, man konnte gut steuern, gut passen. Ich finde, da hat sich eigentlich nichts viel verändert. Da gibt es nicht viel drüber zu sagen. Es ist gut. Von Timo habt ihr ja auch nichts sehr Schlechtes gehört, nur halt den einen Mängel. Und damit sage ich euch Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Test.